Der Aufsteiger SV Ried empfängt die Wiener Austria. David Winter gegen Marcel Hohle, der amtierende Einzelchampion, der möchte hier gleich mal mit 3 Punkten für seine Wiener Austria starten. Und es sieht gut aus ab Minute 23, denn hier bringt Benny Bichler die Veilchen in Führung. Marcel Hohle macht das mit seiner ganzen Klasse. Die Ballrolle am Goalie vorbei und da lässt er nichts anbrennen. Genauso wenig wie Manfred Zakaria in Minute 45. Der Doppelschlag für die Veilchen und somit die ersten 3 Punkte. Neu im Team der Veilchen ist Philipp Babic und der wird hier zu Beginn gleich mal eiskalt erwischt. Minute 9 und das ist die Führung für die Rieder. Daniel Bramberger macht's und wie er den macht. 1:0, der Rückschlag für Philipp Babic, aber wer ihn kennt, der weiß, dass er das ganz schnell wegstecken kann. Minute 42, spielt seine ganze Klasse aus, genauso wie Max Sachs. Zack, drin das Ding. 1:1, der wichtige Ausgleich vor der Halbzeit und dann Blackout bei den Riedern. Ebner sofort den Ball auf Benny Bichler und das ist das 2:1 und die nächsten 3 Punkte aufs Konto der Wiener Austria, die im letzten Jahr den Erwartungen ja etwas zurückgehinkt sind. Somit ein Auftakt nach Maß, denn auch Armen Kamenjasevic kann im dritten Spiel der Veilchen gegen die SV Ried 3 Punkte einfahren und er beginnt hier sofort mit Zakaria und der lässt sich den dann auch nicht entgehen. Noah Geisböck, bleibt hier ohne Chance und ja, das ist der Beginn eines Kantersiegs, denn wir springen in Minute 71 und schauen Sie auf den Spielstand, meine Damen und Herren. 7:0 die Packung und Manfred Zakaria läuft mehr oder weniger alleine aufs Tor zu, dann legt er nochmal ab und da ist Jukic mit dem 8. Tor, Endstand 8:1, 9 Punkte auf dem Veilchenkonto und das nenne ich mal einen Auftakt nach Maß.